Timo Boll ist bereit. Bereit für den Kampf um die Medaillen. Nach überstandenen Rückenproblemen feilt der Tischtennis-Rekord-Europameister an seiner Form für die Team-WM. Das Ziel für das Turnier in Tokio ist klar: das Goldabo der übermächtigen Chinesen beenden. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch: das Spiel gegen China. Möglichst erst im Finale. Aber es ist noch ein weiter Weg. Auf diesem weiten Weg steht Boll sein guter Freund Dmitri Ovtcharov zur Seite. Der 25-Jährige hat den 8 Jahre älteren Boll in der Weltrangliste bereits überholt und strotzt als Nummer 4 der Welt nur so vor Selbstbewusstsein. Nach WM-Silber vor 2 Jahren sieht Dima das deutsche Team stärker denn je. Ich glaube wieder, wir haben uns noch mal verbessert im Vergleich zu Dortmund. Damals habe ich gesagt, wir haben vielleicht die beste Mannschaft, die wir je gehabt haben. Und ich glaube, dass wir noch mal eine Schippe draufgelegt haben. 2 Spieler in den Top 10. Für Bundestrainer Jörg Roskopf natürlich ein Segen, aber auch eine neue Situation. Schließlich war Boll über ein Jahrzehnt lang die deutsche Nummer 1. Ein Gerangel um die Führungsrolle soll aber gar nicht erst aufkommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jemanden in der Mannschaft drin haben, der ganz klar der Leader ist, sondern ich bin froh, wie jeder sich in die Mannschaft eingibt. Und da brauche ich keiner, der mir dann groß in Zambanjo macht und irgendwelche Kommentare abgibt. Wichtig sind wir eigentlich, wenn ein Spieler seine Spiele gewinnt. Und sollte es mit Teamwork dann zum ersehnten Finalduell mit den Chinesen kommen, hoffen die deutschen Asse auf einen perfekten Tag. Ich glaube, da müssen alle 3 Spieler erstmal sich in irgendeinen Rausch spielen, sage ich mal so, über sich hinauswachsen. Da sagt man wirklich, in so einen richtigen Fluss kommen irgendwo. Hellwach und hochkonzentriert, so könnte der Coup gelingen. Timo Boll und seine Kollegen sind jedenfalls bereit zum ganz großen Schlag.